Und es kann weitergehen mit Last Place Scarlet Nexus. Ich bin so im Zimmerfix und wir jumpen erstmal in den nächsten Fight. Kein Fight? Kann mir nicht vorstellen. Was? Achso, in der riesigen Location. Kein Kampf? Okay. Seltsam. Naja, Leute, was ist los? Wir sind immer noch hier auf dem Weg in Akarahabi. Wie heißt das nochmal? Jetzt muss ich nochmal nachschauen. Tut mir leid. In Arabaki. Verzeihung. Und dort sind wir gerade dabei, hier unsere Aufklärungsmission weiterzumachen. Wir haben ja erfahren, da die Unterhaltung mit unserem Bruder hier aufgenommen. Und der hat uns ja hier einiges sehr Düsteres gesagt, was hier möglicherweise zum Untergang von New Himuka stürzen könnte. Zumindest zu einer Neuordnung. Deswegen sind wir jetzt hier, um die Nachrichten der ganzen Welt zu verbreiten. Aber erstmal müssen wir hier weiterkommen. Ihr seht, andere sind auch überall hier, was natürlich schön ist. Gute Frage. Und wir haben schon wieder 6 Hirnpunkte. Dann machen wir hier, muss ich mal schauen, das Abschlusskombo. Habe ich mir das nicht gekauft? Luftabschlusskombo müsste das wahrscheinlich dann heißen oder so. Ah, Sturmangriff Stufe 2. Ich muss sagen, ich benutze den gar nicht, aber ich möchte den. Also das machen wir ganz sicher, aber ich möchte erstmal schauen, was hier noch gibt. 5-Treffer-Kombo machen wir danach. Ah, den Psychokinesis-Schlusstreffer, den möchte ich haben, genau. Also die beiden Upgrades machen wir noch und dann, denke ich mal, werden wir uns hier unten weiter skillen. So, also. Und jetzt geht's erstmal hier, ich denke mal, zu einem fetten Bossfight, oder? Das sieht fett Bossfight-mäßig aus. Nö. Aber nicht unbedingt besser. Schau ich an, das sind jetzt alle schweren Gegner, die wir in der Location hatten. Zusammen. Dieser Kilf, dieser Giftknödel, Giftelch. Das Viech ist eh hart. Ich möchte jetzt erstmal den bezwingen. Und danach machen wir den anderen platt. Weil der andere ist schwerer. Aber der nervt, wenn er dann die ganze Zeit seine Giftattacken hier abfeuert würde. Mein Traum wäre jetzt, dass einfach meine Kollegen den so lang abhalten. So. Weil ich kann den eigentlich ganz gut alleine bezwingen. Denkst du, du kannst dich vor mir verstecken, Mann? Bei dem Master of Teleportation? Deswegen gehen wir mal ins Fitnessstudio und trainieren unser Sixpack hier mit unserem guten Luca. Also, ich chill jetzt erstmal. Ist die Musik auch so down? Voll cooler Move. Aua. Wieso kann das Viech seitwärts hüpfen? Auf den Hintern, oder? Dass er seitwärts hüpfen kann, das ist... Voll! Bis! Dafür! Gib's auf die Glocke, Mann! Seitwärts hüpfen ist Cheaten. Kriegen wir mal diese doofen Knospen von dem Viech kaputt. Brain Drive! Was vielleicht nicht so gut ist, weil ich glaube, jetzt kommt erstmal ein Bossfight. Also ein richtiger Bossfight danach. Aber egal. Oh, dieses Ausweichen! Danke. Einmal, zweimal. Komm schon. Und bam, da bin ich hier eine geile Ziele mit raus haben, Mann. Das war hart. So. Ah, jetzt verliere ich zwar den letzten Move von meinem Hirndrive, aber dafür habe ich mich dann wieder voll geheilt.
So. Hirndrive. Hirnantrieb, wie auch immer. Hirndrive klingt besser, Mann. Also Leute, dann driven wir mal unser Hirn nach vorne und kommt nächste Boss weiter. Oh, da kommt noch was, Mann. In den Lavastrom wichtig, bitte rein. Ah, geil, kommt direkt der nächste Spoilpunkt. Wird das so schwer, oder wie, Mann? Ganz ernsthaft, das Spiel ist gerade voll gönner auf mit so Speicherpunkten, Mann. Das macht mich irgendwie nervös. Aber ich bin immer noch im Hirn-Move. Ah, ich lasse jetzt ablaufen. Da muss ich mich nicht schämen, Mann. Aber es wäre so schön gewesen, hätte, weil ich bin mir sicher, wir kämpfen schon wieder gegen Menschen. Und gegen Menschen, besonders wenn sie eigene Kräfte haben, ist natürlich immer am furchtbarsten zu kämpfen. Und deswegen hätte ich das eigentlich gerne aufgenommen. Aber egal. Ah, sieht voll schön aus, der Pavillon hier. Aber nun gut, Leute. Oh, mitten in der Lava kämpfen, oder? Ja, genau, Mann. Is that the Arahabaki access terminal? Yuito, did you... Image... Set... Wataru? Signal... Bad... So... They might have blocked outside signals to prevent any interference. Is the video file... alright? We've come all this way and now no signal? Oh, you've got to be joking. There. Got it. Nice. Looks like it just came through. Now we just need to connect to Arahabaki and send it. Looks like another seated terminal. Should I use the access terminal? No. Let me do it. I want to do this myself. All right. But be careful. Looks like you connected fine. It looks just like the OSF system. I should be able to upload the video data. Now to send this to the minds of every citizen. Arahabaki can forcibly access and broadcast to all citizens at once. Now this data, the truth, will be seen by everyone. Man, woman, young and old alike. We don't know how everyone will react to it. We should expect the truth will probably hurt a lot of people. Yeah, you're right. I'm sure there will be people angry that I told them something they didn't want to know. Still, I want to ask everyone how they feel after knowing the truth. Dad, Kaito, I'm sorry, but this is the path I choose. We inherited Yakumo Sumeragi's will, and we must exact our revenge on the moon. I wonder if it worked. It doesn't look like any data was sent to us. Signals are blocked here. Oh, right. The display says it's sending, though. If every new Himuka citizen is seeing this, I'm sure there's a big fuss out there. I'm sure the government is in chaos, too. They'll probably try to protect themselves first. There's likely a lot of disturbance among the soldiers as well. Fighting Seiron must seem pointless now. If the fighting between New Himuka and Seiron stops, that's one hurdle cleared. This video is a catalyst. I can't imagine how New Himuka will change. Our next task at hand is to figure out how to stop Togetsu. Let's assess the situation and then make our next plan. I think we should go outside first. Right. Others might show up too. Let's get out of here. Don't move a muscle. Yuito! Not so fast! Get out of my way. Major General? Karin, why are you here? Are you still trying to copy Yuito's power? His surprise attack didn't work. You don't have much of a chance. I could reduce you all to ash in an instant if I wanted to.
If what you need is Yuito's power, then you can't damage his brain. So what? Maybe I'll crush his limbs one by one. Yuito, give me your power if you want to remain whole. Why are you after my power? I don't need to explain myself to you. He can't be after my psychokinesis. He must know my real power. You came all this way just to take it. You must be up to something. As long as you don't tell me what that is, I'll have to fight you. You're wasting my time. You'll regret not obeying me immediately. Don't waste my time. Fighting Karin is reckless. Yeah, I'm scared, but we have to protect Yuito. Also mir geht's gut, vielen Dank der Nachfrage. I guess the Septentrion first class never stops evolving, but we've gotten better too. Bist du lustig, Mann? Letztes Mal war er noch Level 50, das weiß ich noch. Und jetzt ist er Level 60. Na gut. Aber wir haben einen Asse mehr. Was wir beim letzten Mal nett hatten, Baby, Mann. Das ist aber schön. Ich weiß nicht mehr, wie ich da rauskommen soll aus der Fähigkeit, Mann. Es ist so schlimm, Mann. In unserem Hirn, in unserer stärksten Form, Mann, macht uns trotzdem platt, Mann. Naja, irgendwie nicht so ganz, Mann. Raus. Okay, das war meine beste Chance und... oh mein... ja! Ich kann mich auch warpen! Ich hab meine mittleren Chilis! Hab ich schon! Ich bin voll drauf eingestellt. Ich cover nur. Mir geht's gut. Vielen Dank der Nachfrage. 20 Sekunden abwarten. Mir geht's super. Danke. Einfach laufen. So sind jetzt drei! Ich möchte die Teleportation mal hören. Ja, führe mich zu meinem Gegner. Das ist ja noch besser, Mann. Ich will weg von dem Team. Oh, danke schön. Wann ist sein Hirn jetzt kaputt? Okay, aber es ist schon mal deutlich besser als beim letzten Mal. Beim letzten Mal sind wir einfach gefühlt Instinct Game Over gegangen. So. Here we go. This way. Is everyone okay? Some help, Luca. Alter Mann! Aber es ist trotzdem nicht so, dass man jetzt eine Chance gegen ihn hat. Also muss ich jetzt nicht hoffentlich bezwingen. Tja, eigentlich muss man nur ausweichen. Das wäre eigentlich der Schlauste, aber es scheint ihn dann auch nicht richtig zu interessieren. Ich würde sagen, jetzt ist erstmal wieder ein. Ich denke, ich meine Energie aus. Dankeschön. Das ist im Endeffekt das Einzige, was eine Chance gegen ihn hat.
So, das war's wieder mit meiner Skill-Dose. Keine Chance, was? So strong. The number of powers he can use is incredible. You're more tenacious than I thought. I've been around a little. I'm used to fighting now. It's true that you can use many powers, Karin, but you only have one brain. You won't be able to keep up against so many. Things will not go your way for long. Just stop this. I don't want to fight anymore. Who do you think you are? You haven't won yet. Choose your words carefully. There's no way that you can defeat me. This place is my domain. What? Am I being invaded? What's going on? My body... I can't use my power. This cable... did it come from Arahabaki? Looks like I'm in. Karin, what are you doing? My head! What is this? I feel like... I know this. It's just like when my power resonated with Kasane's at the Kunat Highway. Yuito, what's wrong? Has his brain been eaten away? To the point where he can't talk? Is Arahabaki controlling me? I can feel someone, but who is it? My power is activating on its own. Damn, this isn't good. I can't stop it. Could this possibly be what he's after? All right. Let's try this again. He's gone. He must have teleported. No, that was... He came here to travel through time. Yuito, are you okay? What is this place? What was I doing? Der Ort aus unseren Erinnerungen. What's going on? Unsere Erinnerungen werden ausgelöscht. Also er hat ganz klar unsere Kraft hier genommen. Nein. Um hier in die Zukunft zu reisen, zu einer Alice. Das sind all die Erlebnisse. Die anderen, die bekämpft haben. Die Freundschaften, die wir geschlossen haben. Seto. Wenn wir immer diese Kräfte aktivieren, umso schlimmer wird unser Gedächtnis dadurch zerstört. Ihr seht, alles wird ausgelöscht. Und am Ende werden wir uns an nichts mehr erinnern können. Kamene. Und das sind wir? Who are you? Hello? Hold on. Who am I? I don't...
I don't remember. What is this? I'm sorry. Explaining will take too long. Just let me put this on you. You have to live, no matter what. I don't understand. It doesn't make any sense to me. It's Dad. Nagi. What was all that just now? A dream? Must have been. Hanabi? Yuito. Welcome back. Kasane? And everyone. Why are you here? Calm down. What's going on? Honestly, I'm fine. Are you okay? Do you have a headache or feel nauseous? I think I'm fine. What happened? Do you remember being attacked by my brother? Yeah. Then Arahabaki invaded my mind, and I was forced to use my power. What happened after that? There was a large earthquake, and my brother disappeared at the same time you collapsed.
You were holding your head and looked like you were in a lot of pain. We didn't know what to do. Then Kasane Platoon got here. It was really bad when we got here. Sugumi was white as a ghost, and Hanabi was holding you and crying. Gemma and Luca both looked so pale. We were afraid you might have died. So that's what happened. But why did you come here? Karin copied my power, then went teleporting after you. It looks to me like he needed both of our powers. Our powers? The red strings? Yes. I didn't know what he was after, but I knew I had to warn you. We couldn't send signals into Arahabaki, so we came running. Wataru helped us too. You had almost lost your mind and your memory. You were in a lot of danger. I had a dream that I was slowly disappearing. I guess it was real. But then Kasane had an idea. She thought she could use our memories to reconstruct yours. Reconstruct? We tried to form you from memories we shared when connected by the SAS, and experiences we had together. We all connected our SAS cables, and sent our memories into you, as data. Memories change based on whose they are. Mixing together multiple people's memories was as dangerous as personality rehabilitation. It was honestly a gamble, but thanks to everyone working together, you miraculously woke up. I'm glad you're back. So, I could have lost everything. Which means, the memories I have now are the connections you made for me. Thanks. Your head really doesn't hurt? Is there anything you can't remember? I have my memories, and my body feels fine. If you have your memories, does that mean you have old memories as well? Even memories from before meeting us? What? Yeah, I do. Although, it's kind of strange that I'd have old memories if they all had to come from you guys. So, does that mean we were able to restore the memories beyond our own? Or is it simply luck that they weren't erased? Wait. When we all connected through the SAS, it felt like there was a transmission from an external server. Were you storing your past memories on one? No. Why would I do that? What do you even mean? I see. Then what was that? I have a feeling it was something to do with Yuito's restored old memories. It doesn't make sense that he has all his old memories back if all we did was give him ours. There is a lot to think about, but I believe it's time we leave. It's dangerous to stay here. You're right. Can you move, Yuito? Yeah, I'm okay. Kasane, you're all coming too? Yes. We have no business with Arahabaki. I'm glad you're okay. Now, let's get out of here. Ein Wille. Du hast mehr Verbündete, die sie mit dem SAS verbinden können. Es gibt SAS mit jede zweite Schicht kannst du wechseln. Oh mein Gott, heißt das. Endlich ist es soweit, Mann. Wir haben nur die Kraft von all unseren Leuten. Glad we're all on the same team. We're a team on the run from our former allies. But I think I feel the same. Bedeutet das das, was ich es halte, nämlich dass wir jetzt einfach hier ganz entspannt, wenn wir faul wären, wenn wir nicht faul wären, wenn wir aktiv wären, dass wir hier die Belohnung holen könnten. Oh, no. I mean, does your head hurt, Yuito? It's fine. Why are you so flustered? Ja, die hat sich ein bisschen sehr von hier ihren Gefühlen überzeugen lassen. Aber warte mal ganz kurz. Bitte, komm. Also, jetzt schauen wir mal hier. Hirnkarte, Gruppe, wo haben wir es? Objekte, Geschichte, bla. Wo bin ich denn hier? SAS, genau. Also, heißt es, ich kann jetzt... Ach, endlich, Mann. Das hat jetzt echt zu lange gedauert. Ich kann endlich, Mann. Ja. Entschuldigung, Luca, du verschwindest. Dafür kriege ich ihre Kraft. Und Duplikation, keine Ahnung. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir es schon mal eingesetzt haben, Mann. Ah, ich will eigentlich nur ihre Kraft, Mann. Hyperspeed ist nämlich so badass. Das heißt, jetzt. Oh. Es
spawnen jetzt echt die Gegner nach, oder wie? Das wollte ich natürlich jetzt eigentlich nicht. Kann ich jetzt meine Fähigkeiten noch wechseln? Dann wechselt immer die Hellsicht nämlich weg, weil die ist unnütz. Skellose, Teleportation, Teleportation, Roll. Trick! Ich wollte eigentlich nur Belohnung haben. Aber jetzt können wir mal gleich testen, was wir so mit den neuen Fähigkeiten so drauf haben. Mir geht's gut, mein Kopf ist eh schon kaputt. Keine Sorge. Nur das, wie ich da wechsle, das habe ich noch nicht ganz verstanden, muss ich sagen. Da stand ja L1 und Ding, keine Ahnung, wie du. Ah, warte. Doppelklicken, aha. Oh mein Gott, Mann. Jetzt wird es langsam ein bisschen anspruchsvoll. Jetzt smashen wir einfach nur noch Fähigkeiten aus, Mann. Mehr machen wir nicht mehr. Keine Ahnung, Mann. Das bringt das eh. Einmal alle Wege ein, nur noch zum Smashen, Mann. Und jetzt Kasane, Mann. Dum-dum-dum-dum! Oh mein Gott, Mann! Ich liebe uns Helden, Mann! Thanks, Kyoka! Here we go! Aber ich bleib trotzdem mal, Mann. Ich tu nur die doofe Hellsicht und sowas raus. Okay, Mann. Nee, mein Gedanke war jetzt eigentlich, ich wollte eigentlich nur noch zurückgehen und mal eine von den Fähigkeiten holen. Aber wenn ich jetzt hier alle Gegner nochmal nachspawnen, dann habe ich da auch keine Lust drauf. Das ist gerade drauf. So, aber Teleportation ist natürlich das Nonplusultra, Mann. Oh mein Gott, sind wir immer, Mann! Oh mein Gott, Mann! Wie broken sind wir bitte, Mann! Okay, liebe Leute, wir werden jetzt hier nicht großartig nochmal den ganzen Dungeon zurücklaufen. Das machen wir nicht. Beim nächsten Mal werden wir dann hier weiter mit der Hauptstadt machen und das gleich zurückkommen. Oh, Leute, Mann! Wir müssen aber auch Fähigkeiten haben, Mann! Nichts kann uns mehr aufholen. Nichts, Mann. Da würde ich sagen, geht's beim nächsten Mal weiter. Bis dann, auf Wiedersehen. Ciao.